Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch möchte ich euch ein bisschen über das Thema Zwischenmenschliches, Soziales und wie viel Soziales braucht man als Asperger eigentlich wirklich reden. Also, ich kann natürlich wie immer nur aus meiner Erfahrung reden. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es so, ich brauche nur sehr wenig. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Wie ich darauf komme, ist, ich hatte gestern Abend diesen Traum, da habe ich geträumt von meiner früheren Schulzeit. Voll der Albtraum. Ja, aber da habe ich mir dann, als ich aufgewacht bin, wieder was eingefallen. Nämlich, als ich so ungefähr 12 war oder 13, ist meine Pausenaufsichtslehrerin zu mir gekommen. Mit der Frage, weil ich damals wirklich so total der Einsiedler war und alleine da gesessen bin und alles. Und das fand ich so schön. Oh, ich weiß noch bis heute, wie schön ich das fand. Oder vielleicht war ich auch 11 und wusste noch nichts davon. Ich konnte es mir auch nicht erklären, warum. Aber auf jeden Fall war es damals so, dass ich das so schön fand, alleine sein zu können. Einfach nur ich und mein nicht vorhandenes Vesper und die Ruhe und... Immer wenn mich einer angesprochen hat, war eigentlich meine prinzipielle Antwort, nö. Die haben mich gefragt, willst du mit uns Fangen spielen? Nö. Willst du mit uns etwas unternehmen? Nö. Wir anderen gehen da und dahin. Kommst du mit? Nö. Und ich war das, damals war das für mich irgendwie das so richtig herrliches Gefühl, einfach mal alleine zu sein. Nicht irgendwie mit allen zusammen sein zu müssen, sollen, dürfen. Während meiner Schulzeit, meiner ersten Jahren, damals auch auf meiner ersten Schule, hatte ich auf dem Schulhof eine beste Freundin und mit der habe ich echt gern Zeit verbracht und es war auch richtig schön für mich, aber mehr als eine Person brauche ich persönlich oft nicht, mit der ich so Zeit verbringen kann, mit der ich reden kann und ja. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Entschuldigt, ich habe hier gerade eine Delle in meiner Decke entdeckt. Die hat mich gerade etwas gestört, entschuldigt. Ja, und um die Geschichte weiter zu erzählen, dann irgendwann hat mich diese Pausenaufsicht gefragt, wenn ich zu allen, also besser gesagt, hat sie mir dann eine Predigt gehalten nach dem Motto, wenn du immer zu allen Nein sagst mit dem Spielen, dann will irgendwann keiner mehr mit dir spielen und dann bist du ganz allein. Und ich weiß noch bis heute, ich habe in meinem ganzen Leben davor in der Schulzeit nicht einmal, also so von Herzen lächeln können. Aber als die zu mir gesagt hat, und dann bist du wirklich alleine, da ist irgendwie, da konnte ich nicht mehr auf, das hat mich richtig zum Lächeln gebracht. Das war das Schönste, was mir je jemand gesagt hat. Und ich, damals habe ich mir dann so gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, wenn ich überhaupt gar keine Lust habe auf mit anderen Leuten zusammen sein. Wenn mir einer sagt, dann bist du ganz alleine und ich anfange zu lächeln wie der Froschkönig. Entschuldigt, das ist so eine Macke von mir. Immer wenn ich mich über irgendwas, wenn es gibt diesen Spruch in unserer Gegend, um es mal ein bisschen anders zu erzählen, der heißt, ich freue mich wie ein Schnitzel. Dann fand ich das immer so barbarisch, weil für Schnitzel müsste irgendein Tier sterben und dann habe ich irgendwann mir gedacht, ich suche mir irgendwie immer irgendwas anderes. Und dann fange ich immer an mit solchen Sprüchen wie, ich freue mich wie ein Meerschweinchen. Und ja, das ist so eine Macke bei mir. Die habe ich noch nicht lange, aber okay. Ja, und damals habe ich mich dann gefreut wie der Froschkönig und war einfach total happy und habe mir irgendwie dann aber auch nicht mehr länger darüber Gedanken gemacht, warum ist es für dich eigentlich ein viel schönerer Gedanke, alleine zu sein, als der Gedanke, mit anderen Leuten Zeit zu verbringen. Dann etwas später war es so, dass ich dann aber auf jeden Fall in der Schule mir eben doch noch eine Freundin gesucht habe. Und dann wollte ich immer mit der so, also sie war eher so dieser Gruppenmensch und wollte viele Leute um sich haben und ich war eher dieser alleine, du reichst mir vollkommen, ich brauche nicht mehr, weil mit mehr muss ich auch mit mehr Leuten reden. Und ja, es war dann für mich irgendwie damals total schwierig, weil ich nicht wusste, ich habe ja oft gesagt, dass ich nicht mit den anderen rumhängen will, Zeit verbringen möchte, dass es eher nicht so meins ist. Aber ich habe natürlich auch verstanden, dass sie es irgendwie so wollte. Also im Sinne von, ich habe ja gesehen, dass es ihr Grundbedürfnis ist. Also habe ich dann eben hier und da mich eher
von der Gruppe weiter wegstehend hingestellt. Aber so richtig ideal war es damals nicht für mich. Und ja, dann auf meiner letzten Schule, da habe ich mir dann einfach erstmal gar keine Freunde mehr gesucht. Da war das Motto, jetzt nur noch die letzten paar Monate bis zum Abschluss absitzen und dann fertig. Die einzige Person, die ich damals so richtig in der Schulzeit gemocht habe, also ich hatte nie, gegen niemanden wirklich was. Also die waren für mich einfach Mitschüler, sie waren nett, ich fand sie auch wirklich teils, also ich fand es wirklich toll auch teils. Ich fand die ganze Klassendynamik irgendwie auch gut, aber eben es war nicht so mein Ding, dieses Zusammensein. Und damals wusste ich dann auch, ich bin ein Asperger und habe ich dann auch nie mehr versucht, gegen mein Naturell anzugehen, nach dem Motto, ja, du misch dich unter irgendeins dieser, okay, kleiner Satz, den ich immer von, den ich von früher habe. Früher, als ich angefangen habe zu entdecken, dass ich ein Asperger bin, habe ich ja auch sehr schnell entdeckt, dass ich das Alleine-Sein eher so bevorzuge. Und dann habe ich auch so, habe ich mir, ich weiß nicht, es gibt irgend so ein Tier, das auch ein Einsiedler. Ein Einsiedlerkrebs, die sind auch immer eher alleine. Und dann habe ich aber immer entdeckt, öfters entdeckt, dass die normalen Leute, also die Nicht-Asperger, aber sehr oft in Gruppen rumlaufen. Und dann ist mir das irgendwann, und dann haben die auch noch sehr ähnliche Kleidung angehabt und alles. Und irgendwann habe ich dann so mir gedacht, die sehen aus wie so Wolfsrudel. Ja, und seitdem sage ich immer zu denen Rudel, die normalen Rudel. Und ja, ich bin ja so nicht der Rudelmensch, aber gut. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann eher von diesem Rudel abgesondert und bin dann eben einzeln dagestanden, habe aber mit meiner damaligen Freundin doch geredet, zu der ich jetzt irgendwie keinen Kontakt mehr habe. Ja, fällt mir gerade so ein. Ja, könnt ihr mal wieder schreiben. Ich habe keinen Plan mehr, wie die Nummer war. Das ist auch so eine Sache bei mir. Ich überlege oft Nummern, vergesse mich zu melden. Also so als Freundin bin ich wirklich oft nicht gerade unbedingt die beste Wahl. Ich vergesse oft, mich zu melden, weil es einfach, es ist nicht mein ganzes Naturell. Es ist nicht dieses Freundschaften bilden, ist nicht so ganz mein Ding. Ich weiß da irgendwie, ich weiß da selten, wie ich mich drin, was der andere von mir erwartet in diesen Punkten. Für mich ist es irgendwie schon dieses Sagen können, da ist jemand, eine Freundin, ist für mich auch schon was sehr Großes. Und dieses jemanden zu haben, wo ich mit dem ich schreiben kann, über Chat, mit dem ich telefonieren kann, ist für mich was Schönes, einfach so zum sich austauschen. Aber dieses sich treffen, das ist nicht immer so unbedingt mein Ding. Und ja, meine Mutter, ich habe vor kurzem nach langen Zeiten meine, also für mich war sie ehrlich gesagt die beste Freundin in meiner ersten Schule. Also sie war für mich einfach, ich hatte eine beste Freundin außerhalb von der Schule und ich hatte eine beste Freundin in der Schule. Und sie war irgendwie so die beste Freundin, die ich damals in der Schulzeit hatte. Und sie war irgendwie auch so die einzige Sache, die ich damals in dieser Schule überhaupt irgendwie gemocht habe, um ehrlich zu sein. Und ja, der habe ich jetzt vor kurzem wieder geschrieben, was ich auch voll toll finde. Und übrigens, falls du das Video siehst, hi. Und ja, und dann habe ich eben, und jetzt versuche ich irgendwie gerade wieder etwas Kontakt aufzubauen, aber ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich bin total aus der Übung in diesen zwischenmenschlichen Sachen. Ich komme mir gerade vor wie ein Auto ohne Leitbahn, ohne Straße, wo versucht irgendwo hinzukommen, aber irgendwie gerade keinen Plan hat, wie der Weg funktioniert. Und ja, ich weiß aber auch nicht so genau, wie ich das meiner Freundin sagen soll. Und ich weiß, das weiß ich alles, solche Sachen weiß ich noch nicht, weil ich einfach in sowas noch so total ungeübt bin. Und ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich ausgerechnet das jetzt, wieso mir das jetzt gerade ausgerechnet wieder einfällt, aber ja. Falls irgendjemand von euch einen Tipp hat, was ich wie was hilft und was da irgendwie so dieses hilfreiche Tipps hat und irgend sowas, wäre es echt cool, wenn ihr mir die in die Kommentare schreibt. Daraus kann ich ja vielleicht was lernen. Und ja, meine Mutter hat mir dann gesagt, ich sollte doch mal zu mir nach Hause einladen, aber irgendwie ist das für mich immer so der allergrößte Schritt in der Freundschaft, so dieses, ich lade dich zu mir nach Hause ein. Also, und
der nächstgrößte Schritt ist, ich komme mal zu dir nach Hause. Aber diesen ersten Schritt zu tun, ist für mich immer auch schon richtig schwierig, weil ich da irgendwie, ja, ich weiß dann irgendwie oft nicht, wenn ich Besuch habe, weiß ich oft nicht, was ich mit dem anfangen soll. Und dann bin ich immer schon mal wie so ein Stecken, der da steht, stocksteif im Boden. Und ja, gut. Ja, das zu diesem Thema. Erzählt mir doch mal, wie es bei euch so ist, wie ihr so Gruppengeschichten seid. Seid ihr der Gruppenmensch? Seid ihr kein Gruppenmensch? Das würde mich alles interessieren. Habt ihr mir einen Tipp, wie man wieder Freundschaften aufbaut? Da bin ich wirklich, wie gesagt, noch zurzeit total im. Oh, ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich da wieder was aufbaue, aber ich weiß irgendwie gerade einfach nicht wie. Ich bin da gerade total hilflos und ja, ich frag ja auch gerade Mutti, aber ich werde Mutti wahrscheinlich noch öfters fragen. Aber ja, okay. Vielleicht hat sie mir einen guten Tipp, vielleicht aber auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, falls ihr irgendwelche Tipps habt oder Fragen oder irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wie das bei euch so ist. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com oder auf Twitter und Facebook, da bin ich unter Ella Bella Flor zu finden. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!